An diesem Donnerstag gab es große Worte vom Bundeskanzler. Also auch Abschiebungen nach Afghanistan soll es für Schwerstkriminelle geben. Glauben Sie, das wird Realität oder werden die Grünen hier zum Beispiel wieder blockieren? Ich weiß nicht, wer blockieren wird. Ich bin sehr für Abschiebung. Meinetwegen können Sie die Leute, wenn sie straffällig geworden sind, nach Mallorca abschieben. Hauptsache, sie schieben ab. Aber ich habe schwere Zweifel dran, weil die Worte des Kanzlers kamen mir heute bekannt vor. So ähnlich hat es schon ein paar Mal geklungen, auch von seiner Innenministerin und von anderen Trägern der Verantwortung im Bundeskabinett. Ich fürchte, wenn der Schrecken von Mannheim sich verzogen hat, wird auch das Gerede über Konsequenzen aufhören. Weil die rechtliche Lage könnte hergestellt werden. Die Ausrede, das geht rechtlich nicht, ist völliger Unsinn. Der Bundestag ändert alle Nasslandgesetze, um Sachen rechtlich möglich zu machen. In dem Fall könnte das auch geschehen. Die Grünen argumentieren vor allen Dingen, das ist ein Terrorregime, die Taliban. Auf der anderen Seite kriegen die Taliban weiter Hilfszahlungen von der Bundesregierung in Höhe von 370 Millionen Euro. Ja. Man hat also einen Kontakt. Warum stellen die Grünen sich so quer? Wenn man die Außenministerin hört, wollen sie weiter irgendwie die Realität aus den Augen lassen? Das ist doch fatal. Nun gut, für die Grünen ist die Leugnung der Realität der unique selling point, den sie haben. Also eigentlich ihr Charakteristikum. Sie haben sich noch nie mit der Wirklichkeit angefreundet und sie leben noch heute in einer Parallelwelt. Aber in dem Fall geht es einfach um Menschenleben. Ich finde es unerträglich, dass Leute nicht ausgewiesen werden können, die andere umgebracht haben und die zwar vor Gericht kommen, aber, wie der Stern das zum Beispiel diese Woche macht, die sich unter Umständen gar nicht wegen Terrorhandlungen verantworten müssen. Der Stern, wirklich, das ist Lumpenjournalismus mit High-End, was der Stern betreibt. Der Stern hat heute geschrieben, das muss ja nicht Terror gewesen sein. Vielleicht war das nur die Tat eines Einzelnen in Mannheim. Was ich würde da gerne noch ergänzen, der Täter könnte ja psychisch krank sein. Natürlich ist er psychisch krank. Wer so etwas macht, kann nicht gesund sein. Aber es geht darum, den Terror zu verniedlichen und den Gedanken gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass unsere Rechtsstrukturen, der Justizapparat, gegen seinen eigenen Willen, muss man sagen, so etwas nicht genügend ahndet. Richter beschweren sich über Überlastung. Richter beschweren sich darüber, dass die Verfahren nicht abschließen können. Dass Untersuchungsgefangene frühzeitig entlassen werden müssen, weil die Untersuchungshaft länger werden könnte als die zu erwartende Strafe. Die Kritik kommt ja auch aus der Justiz. Und dann kommen die Grünen und sagen, nicht nach Afghanistan abschieben. Da ist ein schreckliches Regime. Die Grünen würden auch nicht nach Marokko, Tunesien und Algerien abschieben lassen, was relativ moderate arabische Regimes sind, unter irgendwelchen Ausreden. Ich glaube, in diesen Ländern ist die Ehe für alle noch nicht zugelassen, was für die Grünen ein Hinweis dafür ist, dass diese Araber zivilisatorisch noch nicht ganz so weit sind wie wir. Aber Herr Broder, in welche Richtung geht damit die Debatte? Wir haben jetzt am Sonntag die Europawahl. Das ist das eine, was der Kanzler jetzt im Mittelpunkt hat. Aber dann haben wir noch drei Landtagswahlen, vor allem in Ostdeutschland. In Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg. Wir haben im nächsten Jahr die Bundestagswahl. Ja. Also da wird doch irgendwie noch irgendein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringen. Das Fass läuft schon über. Nur werden überall, wissen Sie, so Auffangwannen aufgebaut. Brandmauern werden errichtet und es werden Koalitionen ausgeschlossen. Die Quittung kommt am Wahltag. Und ich denke, das wird jetzt nächsten Sonntag mit der Europawahl anfangen. Offenbar ist es so, dass die Regierung, also die Grunderbsünde dieser Regierung ist, sie hält sich für den Staat. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Die Regierung ist nicht der Staat. Der Staat bin ich, der Wähler und Sie beide. Wir sind der Staat. Und wenn sich jemand für den Staat hält, dann hält er sich auch für unantastbar. Und Kritik am Staat wird inzwischen in der Bundesrepublik als eine Art Staatsbeleidigung behandelt und verhandelt. Sie wissen ja, was Herr Haldewang gesagt hat, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Er meint damit Kritik an ihm und seiner komischen Behörde. Und das fast läuft schon über. Ich merke es, wenn ich mit normalen Leuten Umgang habe, weil ich mich nicht in Politiker- und Akademikerzirkeln aufhalte. Leute verstehen das, was hier passiert, nicht mehr. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sie verstehen das einfach nicht mehr. Es sind normale Leute. Es sind keine Nazis. Es sind keine Leute mit Migrations-, jüdischen oder sonstigen Hintergrund. Der ganz normale Deutsche versteht nicht mehr, was in seinem Land passiert. Und irgendwann wird sich das auch in Tat umsetzen. Ein paar dieser Umsetzungen haben wir schon. Das Selbstbestimmungsgesetz, das Cannabisgesetz. Erstaunlich, was diese Regierung an Unsinn zusammengebracht hat, ohne sich um die relevanten Sachen wie Terror und Migration und Kriminalität kümmern zu wollen. Hendrik, Herr Broder, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Jedes Mal ein Vergnügen. Danke für das Gespräch. Ihnen.